So, da wären wir wieder. Und ich habe gerade Tree Farm installiert. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich andere Bauoptionen haben. Ah, da ist das Field. Und zwar habe ich Tree Farm installiert, also den Mod. Und zwar die Version 1.27 müsste das sein, nicht die aktuellste. Denn DiTech ist in der Hinsicht buggy, dass die Dinger hier nicht wachsen. In nur DiTech. Und DiTech plus aktuelle Tree Farm funktioniert auch nicht. Das Einzige, was ich im Forum gefunden habe, um diesen Bug zu umgehen, ist, wenn man DiTech benutzt und die eine Version ältere Tree Farm Version. Also was ich jetzt drauf habe. Das sollten wir allerdings erst einmal testen. Das heißt, ich nehme jetzt die Dinger da, die ich wohl durch den Tree Farm Mod ins Inventar gelegt bekommen habe. Und hau die daneben. Warte mal, einen nehme ich so mit. Na, zwei nehme ich so mit. Das heißt, das da ist der alte, den wir gesetzt haben. Das ist der neue, den ich von dem Tree Farm Mod bekommen habe. Und jetzt setze ich den Rest in diese komisches das Field Ding hier. Das hatte ich schon einmal kurz getestet. Es ist typisch gemoddet. Also man kann es irgendwo hinsetzen. Es braucht keinen Strom, aber es braucht Kohle. Man kann allerdings die Kiste, die man da sieht, nicht anklicken. Und man kann auch nicht mit dieser Kiste interagieren, sondern nur mit dem Ding hier. Das heißt, meiner Meinung nach hätten sie die Kiste da einfach raus editieren sollen. Das sieht echt skurril aus. Aber na gut. Hier muss Kohle rein. Das heißt, wir holen uns kurz Kohle. Von da hinten schmeißen das dann da rein. Und dann gucke ich mal, ob das alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also ich hatte getestet, die Dinger wachsen. Aber es war ein. Gehst du wieder? Ja. Die Dinger wachsen. Aber wie das mit der Automatisierung von dem Rubber gehen soll, habe ich nicht gesehen. Weil es kam da immer nur Holzzeug raus. Aber das müssen wir dann gucken. Hauptsache, die Dinger bekommen jetzt nach und nach wieder Nachschub. Das ist falsch. Ich habe gerade einen verbrannt. Oh, nee, er hat ihn automatisch raufgelegt. Brauchst du vielleicht doch so? Okay. Also wenn man die Samen als Brennstoff reintut, werden sie automatisch reingelegt. Ich kann auch Kohle reinlegen, aber dann passiert nichts. Ich lasse mal ganz kurz die 200 Kohle drin und schaue, ob das weniger werden mit der Zeit. Und ob die da wachsen. Jetzt sollte ich mich allerdings um die Dinger kümmern, die ich eben gerade am Ende der letzten Folge angesprochen habe. Nämlich Energienetz gleich weiter ausbauen und die Gegend erkunden, damit ich weiß, von wo Gegner kommen könnten. Und das sind viel zu viele Bäume hier. Also hier dicht machen. Was ich primär gerne wüsste, ist, wo die gegnerischen Basen sind. Und wie sich unser Smog ausbreitet, damit ich weiß, welche Basis ich am ehesten mit meinem Smog anpinge und dann in die Richtung Türme aufbaue. Das hier oben allerdings sieht sehr schön aus. Da könnte man sich richtig gut einkesseln. Also von da oben kommen schon mal keine Gegner. Außer hier spawnt eine Basis, während ich gerade nicht hingucke. Das wäre natürlich nicht so schön. Dann komme ich nicht durch. Auch nicht da. Ich habe eine Schrotflinte, oder? Drück Q. Baue mehr Schrotflintenmunition. Im Notfall schieße ich mich hier. Oh nö, ne? Die Schrotflinte ist nicht stark genug, um Baum zu zerstören. Ah, hier. So, da ist Lava. Da ist noch ein Kupferfeld. Bisher sehe ich keine Basen. Aber ich hatte ja auch auf Big gestellt. Wobei Big ist nicht so super groß. Super groß ist very big. Also ich habe jetzt anscheinend eine Ruhephase. Und guckt euch mal an, wie stark sich der Smog schon ausgebreitet hat. Obwohl wir hier überall Bäume haben und eigentlich noch fast gar nichts an Maschinen. Das ist echt krass. Eine Radaranlage hätte ich ganz gerne für später. Bauen wir ein paar Tränke. Das ist nicht ganz umsonst, das alles. Also ja, wir haben anscheinend noch eine Schonfrist, das ist gut. Das heißt, ich gehe jetzt wieder nach oben. Zeig mal Karte. Ich bin fast versucht, hier komplett runter zu gehen.
Ist zwar eine ganz schön große Strecke, aber hätte ich das gesamte Gebiet hier in der Mitte für meine Basis. Bisschen größenwahnsinnig. Aber ich muss ja auch überall was bauen. Sonst spawnt da einfach eine Basis. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Oh, da ist eine Basis. Ja, mit Spitter-Spawner und normalem Spawner. Also hier unten zuerst zu machen. Das da, das da. Na komm, ich mach da einen ordentlichen Strich. Diese ganzen kleinen Seen hier, die kommen alle später weg. Sobald ich genug Stein habe. Ja, gut. Also Mauern bauen, Strom gucken. Wir werden auch recht viel Strom brauchen für das Ding hier, denke ich mal. Ich pappe das jetzt erstmal einfach nur so hier hin. Kommt er noch hinterher, das ist gut. Du hier. Arbeiten, 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 arbeiten. Grüne Tränke schon mal auf Vorrat, obwohl ich sie noch gar nicht brauche. Das ist okay. Stein kommt, sehr gut. Wobei ich mir jetzt echt nicht mehr sicher bin. Das klingt so verlockend. Also von hier bis nach da unten eine Mauer ziehen. Vielleicht sogar hier hinter den kleinen Seen. Die Seen dann alle aufschütten. Dann haben wir das komplette Gebiet hier für eine Basis. Das wäre realistische Größe für später. Also unsere Basis in der letzten Welt war ja ähnlich groß. Und hier wachsen die Bäume schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Baum hier wächst auch, nur der alte von uns. Deswegen schmeiße ich den alten mal jetzt hier rein. Hier verbraucht sich übrigens gar nichts. Das heißt, da müssen nur neue Bäume reingelegt werden. Wie das denn genau automatisiert wird, schauen wir später, wenn wir den Strom über haben. So, Forschung ist am Laufen, braucht noch mehr davon. Steinziegel. Genau. Alles voll, alles voll. Passen jeweils 100 rein. Wie viele Mauern kann ich davon bauen? 42. Das ist ein Anfang. Nimm die mal mit. Ich muss mich eigentlich gegen die Basis da verteidigen. Wie mache ich das am besten? Also ich wäre glatt versucht, einfach mitten in die Pampa einen Turm zu stellen mit einer Mauer drumherum und den immer wieder regelmäßig mit Munition zu versorgen. Also nicht hier Tower Crawling direkt an die Base, da würde ich viel zu viel Munition verbrauchen, aber einfach hier so hin und da oben hin und da hin und so weiter, damit ich das Gebiet hier schon einigermaßen sichern kann. Ich glaube, das mache ich auch so. Weil wenn ich das wirklich hier zumache, wäre die nächste Mauer hier lang und dann irgendwo hier wieder hoch. Das heißt, müsste ich hier mitten in der Pampa eine Mauer bauen und die dann schützen. Sehr, sehr komisch aus. Was wollte ich jetzt? Achso, ich wollte die Science Packs abliefern. Und die da, was brauchst du? Gar nichts. Okay, dann gib mir mal das da, Eisenplatten. Oh, schön viele grüne Chips, sehr gut. Eisenzahnräder haben wir komischerweise keine mehr. Steinzahnräder alle her, die verbrauche ich recht häufig. Gib mir das da und das da. Das da, das da, das da, das da, so. Das brauchen wir für Chips, für Eisenzahnräder jeweils ein Stack. So, so, Rest nehme ich glaube ich mit. Oh, sehr gut. Haben wir ein paar von, ne? Ja, wollte ich ja auch eigentlich bauen. Ich wurde dann irgendwo von abgelenkt. Ich weiß auch nicht. Hier, bauen bitte davon ein paar Ärmchen. Und du baust bitte da draus. Da draus? Jo. Noch mehr Fließbänder. Ja, ich kann jetzt nicht gucken, wie weit der Baum ist. Ich glaube, ich muss die auch mal kurz ans Stromnetz anhängen, auch wenn es jetzt ein bisschen doof aussehen wird. Einer dazwischen war frei. Ja. Und du warst nur ein Platzhalter, also so. Bin wieder einen dazwischen frei. Du bist ein richtiger Platzhalter.
du bekommst jetzt die Ärmchen, die ich gerade eben weggesteckt habe. Ein Reinärmchen, ein Rausärmchen. Da tust du jetzt hoffentlich gleich die fertigen Rubber-Dinger rein. Die wandle ich dann von Hand um in Samen und die Samen tun wir wieder hier rein, solange bis das Ding voll ist. Kann ich die Dinge aneinander? Wir haben kein Holz. Kann ich die Dinge aneinander pappen? Also nicht, dass ich jetzt ganz, ganz viele kleine Farmen bauen muss, sondern einfach eine Farm, die immer größer wird. Und wo die Kisten dann auch für den unteren Farmen was wegnehmen. Gucken wir mal. So. You cannot place fields on other buildings or water. Achso, das überlappt da. Nö, ich müsste dann wohl extra das mal so machen. Kann ich dich drehen? Nö. Doch. Okay, weg. Brauchen wir erstmal nicht. Lass uns wachsen, gucken, wie es weitergeht. Mit. Oh, habe ich gerade Kohle geklaut. Hier. Brauch noch mehr Kohle. Kohle. So, und gib mir Stein. Für noch mehr Mauern. Also, und ein paar Türme und ein bisschen Munition. Und dann gehe ich jetzt hier unten hin, quasi auf dem Weg von dieser Basis zu uns und setze dann hier in die Pampa ein Turm. Nee, ist jetzt in die Pampa eine lange Mauer von Norden nach Süden und ein Turm und hoffe dann, dass die Viecher an der Mauer langlaufen. Und ich nehme jetzt absichtlich mehr Platz, damit ich auch das Tin hier mit drin habe. Was bist du? Noch mehr Tin. Ah, das ist schon viel zu nah dran. Ja gut, hier. Baumauer. Das ist jetzt meine zufällig gewählte Grenze. Da sind noch keine großen Spucker bei, also kann ich sie einfach so hier hinsetzen. Zwei Türme. Und jeweils ein paar Magazinen drin. Sollte fürs Erste reichen. So, und diese Mauer ziehe ich jetzt rund. Ziehe ich jetzt kreuz und quer, weil Bäume im Weg liegen. Ziehe ich jetzt bis auf Höhe von hier ungefähr. Und dann ziehe ich sie hoch bis da und dann ziehe ich sie darüber. Das heißt, das Stück, das Stück, das Stück und das Stück werden dann unsere Außenmauern. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen viel. Vor allem gerade so früh am Anfang. Aber ich denke, dadurch, dass ich mir so früh so viel Platz schnappe, habe ich später weniger Probleme. Ich muss jetzt nur gucken, wie das denn von drüben aussieht. Das heißt, meine nächste Ladung Mauern baue ich von hier aus nach Osten und gucke dann, wo der Schnittpunkt ist. Und hier baue ich einfach auch nochmal einen Turm hin. Die brauchen ja keinen Strom, günstigerweise. Kriegst auch noch Money. Das heißt, ich hoffe mal, dass die Jungs, wenn sie mich angreifen, nicht da durch den Wald laufen. Aber das kann ich ja auch verändern, indem ich einfach hier mich so langsam nach Norden durchfriese durch den Wald, hier die Mauer verlängere und dann auch immer wieder zwischendurch Türme hinsetze. Also gib mir bitte noch mehr Türme, noch mehr Mauern. Ja, ich denke, das ist eine gute Taktik so. Und wenn nicht, dann werde ich es halt früh genug lernen, was daran nicht so gut läuft. Solange wir nicht komplett überrannt werden, ist alles gut. Ich hätte gerne Stahlpick. Du, hoch. Mehr Muni. Hol ich erstmal nur ein paar Magazine. Dann klauen wir hier noch die Hälfte. So, du musst nur schießen und ein paar kleine weiter töten. Alles kein Problem am Anfang. Das Problem ist halt nur, wenn sie durchgehen kommen. Also wenn wir den Turm direkt neben den Spawner setzen würden, da käme der Turm nicht hinterher. Munitionsverbrauch und all dem. Und lass mich hier durch. Oh, das Ding. So. Kohle haben wir momentan genug. Muss ich keine neue holen. Kupfer ist problematischer. Gib, 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 gib. Gib, 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 gib.
Bäume kommen, Forschung steht still, das ist gar nicht gut. Dabei habe ich 95 Science Packs dabei. So. Gib davon nochmal ein paar ab. So, dann sind die Capacitors gleich hoffentlich fertig. Was brauche ich noch? Grüne Chips mit Kabeln versorgen. So, grüne Chips raus. Ich hätte gern die Ärmchen. Du hättest gern die Hälfte der grünen Chips. Du hättest gern Steinzahnräder. Dum, dum, dum. Bau mehr davon. Steinzahnräder bekommen mehr Stein. Eisenzahnräder bekommen. Ja gut, ein Stack Eisen und ich glaube den Rest. So. Ding, 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 ding. Ich hatte ja gesagt, ich will immer alles mehr machen, als ich es früher normalerweise gemacht hätte. Normalerweise hätte ich, glaube ich, mit diesen zwei Drills und den beiden Schmelzen da weiterhin Mauern produziert, so lange, bis ich genug hätte. Das mache ich jetzt aber nicht mehr so. Ich baue jetzt einfach so viele, dass ich so schnell Mauern bekomme, dass ich die auch zeitig platzieren kann. Das heißt, ich hau jetzt die gleich gebauten Drills da und dahin und da vielleicht auch noch. Da kommen gleich Schmelzöfen dahinter. Die werden alle mit Kohle versorgt und so kriegen wir richtig schön schnell die Mauern zusammen. Also da und da. Da. Dann noch Schmelzöfen. Da, da, da. Und alle bekommen genug Kohle. So. Bau mir Mauern. Wir haben sehr schnell sehr viel einzuzäunen. Okay, eine Fabrik für normale Munition wäre theoretisch noch interessant. Praktisch könnten wir allerdings die da erforschen, was allerdings Stahl bräuchte. Stahl haben wir noch gar nicht angetatscht, ne? Erforscht haben wir es, aber wir haben noch nichts Stahlmäßiges gebaut. Doch. Oh, du bist fertig, Baum. Du bist fertig, komm her. Drei Resin, also es klappt. Wir kriegen aus den Rubberbäumen auch wirklich Rubber raus. Das heißt, ich lege jetzt dich da rein. Du legst das da hin und wirst automatisch platziert. Also das Resin wird schon mal nicht rausgeholt aus dem Ding. Und das hier klappt irgendwie auch nicht. Weg, weg. Das heißt, ich muss das von Hand reinlegen. Dann werden die platziert. Okay, baue sechs davon.